Hallo und herzlich willkommen zum How-to Hufe geben. Wir haben viele Anfragen bekommen, gerade von Besitzern von Jungpferden. Und damit das mal so läuft, wie hier auf dem Bild, reibungslos und ohne Stress, wollen wir euch da ein bisschen helfen. Als allererstes muss das Pferd kennen, angebunden zu sein. Das setzen wir jetzt hier voraus, dass euer Pferd das schon kennt und auch angebunden stehen bleibt, so wie hier auf dem Bild unser Falco. Das ist unser Model in diesem Film, und zwar Romeo. Romeo ist ein knappes Jahr alt und auch ein Oriker. Er kennt es natürlich, angebunden zu sein und auch die Hufe zu geben. Hat auch manchmal noch ein bisschen Probleme bei den meisten Norikern, wenn man sie, oder generell jungen Pferden, wenn man sie am Anfang hat. Sie kennen es noch nicht so, überall angefasst zu werden. Und das wäre jetzt auch die erste Übung. Also wenn es noch ganz schlimm ist, dann lernt dem Pferd erstmal oder bringt dem Pferd erstmal bei, dass es nichts Schlimmes ist, dass ihr sie anfassen könnt, überall am Körper, bevor ihr überhaupt anfangt, die Hufe hochzuheben. Es kann sein, dass einige sogar, wenn ihr unterm Bauch zum Beispiel wie hier sie anfasst oder mit dem Striegel putzen wollt, dass sie dann schon leicht austreten. Das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das nicht kennen. Und gerade bei den Hinterfüßen oder Hinterbeinen ist es für die meisten unangenehm, weil sie Angst haben, ihren Stand zu verlieren. Und das ist eine ganz normale Geschichte für junge Pferde. Vorne klappt das meistens schon ganz gut. Wichtig ist, dass ihr die Pferde nicht überfordert, nicht zu lange hochhebt am Anfang, wenn ihr merkt, sie werden unruhig, sondern dass sie eben ein Erfolgserlebnis haben und ihnen den Huf auch wieder zurückgebt. Ja, jetzt beim Hinterhuf sieht man jetzt schon, der Romeo findet das jetzt auch nicht so toll und hat erstmal den Instinkt zu treten. Wichtig ist aber hier, dass er damit nicht Erfolg hat, sondern dass man den Huf trotzdem hält und ihn erst wieder abstellt, wenn er ruhig geworden ist. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass die andere Seite ihm noch viel weniger gefällt. Man sieht es am Schweif. Er hat da keinen Vertrag jetzt gerade mit und möchte es eigentlich nicht, macht es jetzt aber ganz gut. Und dann kriegt er den Huf auch wieder abgestellt und merkt, Mensch, super, das war jetzt doch gar nicht so schlimm, und wird dabei auch noch brav gelobt, damit er eben auch merkt, alles nur halb so wild. Wenn man jetzt ein Pferd hat, das wirklich extrem ausschlägt, dann kann man sich am Anfang zur Sicherheit ein Hilfsmittel zunutze machen. Und zwar, man nimmt einen Führstrick, der sollte möglichst dick sein, damit er nicht einschneidet, und legt ihn vorsichtig um das Bein. Wichtig ist hierbei eben, dass man es nicht zu stramm zieht, sondern wirklich nur ganz leicht und mit einer Schlaufe. Und dann kann man sich einfach das als Verlängerung vom Arm nehmen, um ein bisschen mehr Abstand zu haben und einfach mehr Kraft, um den Huf hochzuhalten, wenn letztendlich derjenige tritt, und man kann es trotzdem halten. Hat einfach den Effekt, dass man, hier sieht man es nochmal auf dem Bild, ja, wie diese Schlaufe ist, also es soll nicht einquetschen, aber man hält es fest, und es hat den Effekt, dass das Pferd lernt, okay, ich kann zwar treten, aber das bringt mir nichts, und erst wenn ich aufhöre zu treten, dann setze ich auch den Fuß, dann habe ich meinen Fuß wieder am Boden. Ja, zum Schluss eben noch ein paar Kraul-Einheiten, und wir danken euch fürs Zusehen, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben, ansonsten uns abonnieren. Vielen Dank!